Heute dreht sich alles um einen Tag, den ich im letzten Jahr schon gedreht habe. Wenn ihr allerdings trotzdem meine neuen Antworten wissen wollt auf den New Year's Resolution Tag, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich finde es schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt einen neuen, alten Tag, den habe ich nämlich im letzten Jahr schon gedreht, habe ich heute erst festgestellt. Und ja, aber manche Tags werden ja nicht schlecht, weil sich die Bücher nämlich unterscheiden. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ich drehe den Tag nochmal. Und wenn ihr den noch nicht gedreht habt von euch Booktubern, fühlt euch einfach alle getaggt, weil der Tag ist echt schon alt. Und ich freue mich auch auf jeden Fall über jede Antwort auch in den Kommentaren zu den Fragen. Ich finde es immer schön, wenn ihr mitmacht. Ich verteile oft nur Herzchen, weil ich nicht so elendig lange Kommentare zurückschreiben kann, weil ich momentan echt nicht so viel Zeit habe. Und ja, aber ich freue mich immer. Ich lese alles und mir machen die Antworten immer wahnsinnig viel Spaß. Genau. Ich fange direkt mal an. Und zwar einen Autor oder eine Autorin, von der du etwas lesen möchtest, aber noch nichts gelesen hast. Und das deckt sich sogar mit letztem Jahr, habe ich gesehen. Und zwar möchte ich nämlich Alles, was du fürchtest, von Peter Swanson letztendlich lesen. Ich habe exakt dieses Buch, exakt letztes Jahr, bei der gleichen Frage, auch hochgehalten. Nur im letzten Jahr ist, was die Rache des Subs betrifft, dieses Buch halt bei mir eingezogen und das heißt, ich muss es eh im Januar lesen und das heißt, im nächsten Jahr werde ich euch nicht Peter Swanson in die Kamera halten und ja, hier steht bloß Leseexemplar, weil ich mir das auf Tauschticket ertauscht habe, also nicht, dass ihr denkt, Leseexemplar liegen bei mir ein Jahr herum, also nein, bei mir vergammeln Leseexemplare nicht, die werden gelesen. Und hier geht es um einen, es ist eine Wohnungstauschgeschichte. Ich gehe jetzt nicht lange auf den Inhalt ein. Die Gerechte von ihm wird ja super gehypt, habe ich auch hier. Das wird weniger gut, weniger gehypt. Ich möchte es aber trotzdem halt lesen. Und ich glaube, dieses Jahr erscheint auch nochmal ein Thriller von ihm. Und ich habe jetzt halt zwei hier auf dem Sub und die gehören jetzt einfach weggelesen. Und wie gesagt, das muss ich ja eh aussortieren, wenn ich es im Januar nicht lese. Von daher easy going. Dann, nächste Frage. Ein Buch, das du lesen möchtest. Ich möchte meinen ganzen Sub lesen. Aber ich halte euch jetzt mal dieses hier in die Kamera. Und zwar Der verrückte Stan. Weil der wird den Januar auch nicht überleben. Es ist ein Kurzgeschichtenbuch von Richard Layman. Das sind 23 Kurzgeschichten drin. Und ich habe jetzt eigentlich vor, jeden Tag dann eine zu lesen. Ich drehe gerade ein bisschen vor, also bis ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich schon einige Geschichten gelesen. Vielleicht habe ich es ja sogar schon durch. Wer weiß das schon bei mir, wenn sie besonders gut sind. Weil das ist das einzige Buch in meiner Reihe, Der Rache des Subs, wo ich geschummelt habe. Das habe ich nicht geschafft zu lesen und habe es aber auch nicht aussortiert. Also das ist das Einzige. Und das liegt aber daran, weil Layman draufsteht und weil es ein Kurzgeschichtenbuch ist und ich Kurzgeschichten eh nicht an einem Stück lesen kann. Aber ich habe es ausgepackt. Ich werde es jetzt beginnen. Genau, und deswegen zählt das jetzt einfach mal. Außerdem war ich im Dezember fast eine Woche, eine Woche krank und habe eine Woche nicht lesen können. Also von daher, seht es mir nach. Es ist ja im Endeffekt eh nur eine Challenge für mich, aber ich hasse es irgendwie zu schummeln. Ich bin da total penibel. Es ist so ein Tick von mir, auch beim Zocken. Schummeln geht gar nicht. Dann einen Klassiker, den du lesen möchtest. Und da halte ich euch auch auf jeden Fall ein anderes Buch in die Kamera als letztes Jahr. Und zwar werde ich dieses Jahr auf jeden Fall von Margaret Atwood Der Report der Magd lesen. Ob das ein Klassiker ist oder nicht, keine Ahnung. Das Buch ist auf jeden Fall, glaube ich, über 20 Jahre alt oder die Geschichte. Und das Besondere ist, es ist ein dystopischer Roman, geht um die Ausbeutung der Frauen. Ich glaube, da müssen irgendwelche, ich bin mir nicht einmal sicher, genau worum es geht. Auf jeden Fall, Frauen müssen irgendwie gebären und werden als Geburtsmaschinen, glaube ich, für den Adel auch benutzt. Ist auf jeden Fall mega gehypt.
Ich habe auch von der Autorin noch nie etwas gelesen. Und es ist jetzt, das Besondere ist, dass erst dieses Jahr, nee, 2019, der zweite Band zu Der Reporter Markt erschienen ist. Und deswegen ging das halt nochmal total durch die Decke, wurde nochmal mega gehypt. Und ich habe auch diese wunderschöne Ausgabe und es 2020 ist jetzt einfach das Jahr, wo Der Report der Markt gelesen werden muss. Und wenn ihr das gelesen habt, schreibt mir unbedingt mal eure Meinung. Ich habe bis jetzt nur Positives gehört und erwarte mir wirklich sehr, sehr, sehr viel von der Reihe. Dann ein Buch, das du gerne rereaden würdest. Ich würde gerne nochmal mit der Chemie des Todes von Simon Beckett beginnen. Ich habe von Simon Beckett die ganzen Einzelbände gelesen, also so alle, die so weiß sind mit dieser roten Schrift. Es sind, glaube ich, 4. Und von der Reihe habe ich gelesen, jetzt wollte ich halt trotzdem mal nachgucken, 4 Bände. 4 Bände. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es schon 5 oder 6 Bände gibt. Auf jeden Fall, die Reihe, die wird ja mega gehypt. Und ich weiß, ich mochte die Thriller damals gern. Aber der Hype kam nie bei mir an. Und das ist aber jetzt schon echt lange her. So lange her, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie das so alles so war. Ich weiß nur, dass es ein Profiler war und der wahnsinnig gut, glaube ich, den Verwesungsprozess in Form der Viecher lesen konnte und so halt die Fälle ermittelt hat, überführt hat oder irgendwie sowas. David Hunter ist, glaube ich, David Hunter, der, von dem wir hier sprechen. Und ich musste einfach nochmal reinlesen und mich würde einfach mal interessieren, ob der Hype jetzt bei mir ankommt oder ob ich die Geschichten dann einfach immer noch nur mag und dann können sie dann auch ausziehen. Einfach aus diesen Gründen muss das gelesen werden. Dann ein Buch, das du schon jahrelang besitzt und endlich lesen möchtest. Und das habe ich euch schon in so vielen Videos in die Kamera gehalten. Und ich habe es immer noch nicht gelesen. Es macht mich wahnsinnig. Siegfried Langer, Vater, Mutter, Tod. Ich will es jedes Mal aussortieren, wenn ich hier meine Aussortierrunde mache. Und dann habe ich das so in der Hand und denke mir, boah, das war... Kossi hat damals auch so geschwärmt. Und ich finde, boah, der Klappentext, der klingt richtig gut und ich will es lesen. Dann lege ich es mir hier wieder auf mein... lese ich jetzt bald Stapel und ich lese das einfach nicht. Das macht mich wahnsinnig. Ein Vater, der große Schuld auf sich lädt. Eine Mutter, die alles tun würde, um ihren Sohn zurückzubekommen. Ein Junge, der tot in einer Berliner Wohnung liegt. Eine Frau, deren Erinnerungen sie betrügen. Kommissar Manteil sucht nach den Zusammenhängen. Er will ein Kind retten um jeden Preis und stößt auf einen Abgrund aus Verzweiflung und Wahn. Ja, das Ding ist, es wurde, glaube ich, vor 8 Jahren oder so wahnsinnig gehypt. Also bei Erscheinen. Und ich habe in der Zwischenzeit 8 Trillionen Thriller gelesen. Und das Problem ist dann halt oft, alte Thriller begeistern mich einfach nicht mehr, weil ich in der Zwischenzeit so viel Neues gelesen habe und der Lesegeschmack sich dann auch verändert. Wisst ihr, wie ich meine? Und alte Hype-Bücher gefallen mir halt ganz, ganz, ganz oft nicht mehr, gerade im Thriller-Bereich. Und wahrscheinlich ist das auch so diese Hemmschwelle, warum ich es halt einfach nicht lese. Ich möchte es aber... 2020 wird mein Subabbaujahr, ich schwör's. Hoffe ich. Ja, das sage ich jetzt. Und ihr habt mein Neuzugänge-Video noch nicht gesehen. Dann. Ein dickes Buch, das du lesen möchtest. Und das lese ich aber wirklich ganz bald, weil da schon eine Leserunde dazu hier stattfinden wird. Mit meiner lieben Sandra von The Being Sandra. Und zwar Casa Dim. Casa Dim. Wahrscheinlich hat es nur 400 Seiten, aber wenn man es so in der Hand hält, ich habe keine so sehr dicken Bücher mehr. Von Julia Dippel ist das. Das hat ja auch irgendwie gefühlt jeder schon gelesen, nur wir noch nicht. Okay, es hat immerhin über 500 Seiten. Und ich hab auch nicht so richtig Ahnung, worum es geht. Ich habe es geschenkt bekommen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Und ich glaube, es ist der Auftakt einer Reihe und es wird so gehypt. Ich habe noch nie irgendwas Negatives über dieses Buch gehört und deswegen will ich es halt auch einfach lesen. Ich habe ein bisschen Angst, weil da wieder so eine Karte drin ist. Meistens sind ja so Fantasy-Bücher mit Karten
vorne drin. Ist immer schwierig. Ich bin wirklich ein schwieriger Fantasy-Leser. Ah, hier der erste Satz hier. Amaya ist gerade 16 geworden zum 8. Mal. Warum sie und ihre 5 Geschwister so langsam altern, ist Teil des Familiengeheimnisses, das ihre Eltern um jeden Preis und mit allen Mitteln bewahren wollen. Okay, es klingt schon sehr interessant. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Aber das ist wirklich ein Buch, das bleibt nicht lange hier liegen, weil ja, wir ja schon eine Leserunde ausgemacht haben. So, dann ein Autor, von dem du vor kurzem etwas gelesen hast und von dem du mehr lesen möchtest. Und da bin ich gerade schon dabei, und zwar von Emma Scott. Ich habe ja erst vor kurzem von ihr die All-In-Dilogie gelesen. Wobei, August, September, glaube ich, war das. Es kommt mir vor, als wäre es gestern. komisch. Ja, und jetzt ist von ihr The Light in Us. Das habe ich auch schon irgendwo gelesen hier. Und Bring Down the Stars ist ja als Rezi-Exemplar hier eingezogen. Eine unglaublich schöne Bloggerbox, deswegen wollte ich das jetzt zuerst eben schnell lesen. Und ich merke halt, dass sie einen total schönen Schreibstil hat, der sich, also sie schreibt sich wirklich in mein Herz, muss man sagen. Also sie hat einen sehr schönen, blumigen, poetischen Schreibstil. Es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Man könnte schon echt auch sagen kitschig, weil es geht auch in diesem Buch um Poesie. Und ja, ich freue mich jetzt sehr drauf. Also ich werde das jetzt noch, ich denke, heute noch beenden. Ich habe nicht mal mehr 200 Seiten hier. Ja, 170 Seiten. Ich denke, ich werde es heute noch beenden, weil ich es so schön finde. Ich kann auch jetzt gerade nur an diese Geschichte denken. Ich werde das Video schneiden und während es schneidet, kann ich dann auch ein bisschen lesen. Normalerweise schreibe ich ja dann Rezensionen, beantworte Kommentare, mache Rechnerarbeit. Aber ich möchte unbedingt das Buch halt gerne noch beenden. Dann ein Buch, das du zu Weihnachten bekommen hast und lesen möchtest. Und ja, muss ich sagen, ich habe keine buchigen Weihnachtsgeschenke bekommen. Ich habe 3 Überraschungspakete bekommen, beziehungsweise eins war mehr so ein Buchtausch. Eins war Wichteln und eins war von der lieben Annika. Das von der lieben Annika. Das habe ich schon gelesen. Das waren diese 3 Märchengeschichten. Aber ich habe das allererste Mal, seit ich denken kann, von meinen Eltern einen Buchgutschein bekommen. Und den habe ich schon fast komplett eingelöst. Ich kann noch ein Buch, ist noch drauf auf dem Gutschein, ungefähr. Und da habe ich mir geholt von Brittany C. Sherry, Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Und ich habe ja schon alles von ihr gelesen. Ich bin wohl up to date und werde das dann ganz bald lesen. Und dann bin ich ein bisschen traurig, weil dann habe ich nichts mehr von der Autorin da. Man muss dazu sagen, Brittany C. Sherry ist meine Göttin des Genres der Liebesromane. Es gibt für mich keine, die an diese Autorin herankommt. Vielleicht Julia Winter, nee, Jessica Winter heißt sie. Vielleicht die so ein bisschen. Aber Brittany C. Sherry, die schreibt wirklich so unglaublich schön und ja, ich freue mich sehr auf das Buch. Das Wenn Donner und Licht sich berühren, fand ich halt auch so schön und auch die Romance Elements Reihe. Deine Worte in meiner Seele fand ich ein bisschen schwächer, aber nichtsdestotrotz. Ja, ein Weihnachtsgeschenk, das ich auf jeden Fall und unbedingt lesen möchte. Ja, habe ich mir selber geschenkt von dem Buchgutschein. Dann eine Reihe, die du komplett lesen möchtest, starten und beenden. Da bin ich mal gespannt, ob ich es schaffe, weil ich habe mir wirklich 2020 sehr, sehr, sehr viel vorgenommen. Das hätte ich auch unter dicke Bücher zählen können. Und zwar von Neil Schusterman, die Vollendet-Reihe. Bestehen ja aus 4 Bände. Mich ärgert es jetzt fast ein bisschen, dass ich die ersten 3 in dieser Aufmachung habe. Und der 4. Band, den muss ich dann als Klappbroschur lesen, aber das ist halt dann einfach mal so. Und ich habe ja gehört, diese Aufmachung soll auch so wertvoll sein. Ich hatte Glück, ich habe die gebraucht günstig bekommen. Und ich bin mir nicht sicher, worum es geht. Es geht, glaube ich, um Organhandel oder sowas. Der schreibt ja immer so Geschichten, so Dystopien, die echt krasse Themen beinhalten. Ich habe mit Dry angefangen, da ging es ums Verdorsten. Dann Seis, das war ja auch der Kracher, da ging es ja um den Tod halt. Und
Hier geht es. Es geht schon irgendwie um. Körperteile werden recycelt und leben als Einzelteile in Menschen weiter. Und die Reihe soll ja richtig, richtig gut auch sein. Da freue ich mich richtig drauf. Sind vier Bände auf jeden Fall. Und ja, vier dicke Bände. Und ich freue mich da so drauf, dass ich die noch vor mir habe. Ist dann immer traurig, wenn man dann irgendwie alles von einem Autoren gelesen hat, den man gerne liest. Und dann muss man warten, bis der mal wieder weiterschreibt. Und gerade von Schustermann dauert es echt immer lange, bis da mal wieder was erscheint und so. Auf Size 3 musste man ja auch ewig warten. Dann die zehnte Frage. Eine Reihe, die du beenden möchtest, aber schon begonnen hast. Beenden ist ein bisschen relativ. Ich möchte aber auf jeden Fall up to date sein. Und das ist hier von Marie Force. Öffne mir dein Herz. Da sind ja jetzt 9 Bände erschienen. Ich müsste jetzt mit dem sechsten Band weitermachen. Ich habe auch die 4 Bände, die bisher jetzt noch erschienen sind und hier ungelesen rumliegen. Also die habe ich halt schon da. Und ich dachte ja erst, mit Band 9 ist es abgeschlossen. Ihr habt mir aber einen lieben Kommentar hinterlassen, dass dem nicht der Fall ist, dass im Englischen jetzt erst wieder was erschienen ist aus der Reihe. Und dann habe ich mal vorsichtig, weil hier vorne ist immer so ein Stammbaum. Und ich habe da mal vorsichtig reingelugt, ohne Namen zu lesen, weil ich mich nicht spoilern möchte. Und da fehlen tatsächlich noch Herzen, diesem Stammbaum. Also die Reihe, die wird wahrscheinlich noch endlos weitergehen. Und ich möchte halt wenigstens dann mal up to date sein, weil ich nehme dann mal an, dass 2020 dann auch der 10. Band erscheinen wird. Und dann gucken wir halt mal, ne? Also, ja. Es geht im Übrigen um die Familie Abbott. Und die wohnen in halt Green Mountain. In, wo ist denn der Ort? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Tut mir leid. Ich habe Schwangerschaftsdemenz. Und ja, es ist eine Großfamilie und die haben ein Familienunternehmen. Also die arbeiten in einem Store, wo sie eben heimische Produkte anbieten. Und die haben auch eine Ahornsirup-Plantage und lauter solche Sachen halt, ne? Und in jedem Teil geht es halt um ein anderes Familienmitglied, das verkuppelt wird. Und es ist nicht mega aufregend, es ist nicht mega toll, aber es ist wie nach Hause kommen und es ist wunderschön zu lesen auf jeden Fall. Mir macht die Reihe sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich da sehr, die auch noch weiterzulesen. Also ich habe wirklich noch, ich habe so einen wunderschönen Sub. Jedes Mal, wenn ich Text drehe, in denen es um den Sub geht, denke ich mir einfach nur, wow, was für ein wunderschöner Sub. Ich sortiere halt auch immer regelmäßig aus, ne? Deswegen bleiben halt auch nur die Bücher da, auf die ich auch wirklich Bock habe. Und die Rache des Subs, die finde ich auch so ein geniales Format, weil man so gezwungen ist, sich mit seinen Buchkäufen von vor einem Jahr zu beschäftigen. Und dann wirklich, es bleibt halt nur noch, also man trennt halt die Spreu vom Weizen und es bleiben halt nur noch die Perlen übrig. Ja, dann setzt du Leseziele? Wenn ja, wie viele Bücher möchtest du 2019 lesen? Also, ich weiß, dass ich, nee, 2020, Entschuldigung, ja, schon 2020. Ich setze mir auf jeden Fall Leseziele. Ich habe einige Challenges am Laufen. Ich bin bei Goodreads in einer Buchreihen-Challenge, die ich richtig toll finde. Habe ich 2019 auch gewonnen und durfte mir jetzt ein Buch aussuchen. Und so Buchkaufverbote setze ich mich nicht. Ich würde mir wünschen, dass ich mein Kauf- und Neuzugängeverhalten etwas ändern würde, dass vielleicht nicht immer über 20 Bücher hier einziehen jeden Monat. Auf der anderen Seite lese ich halt auch jeden Monat über 20 Bücher, also keine Ahnung. Ich würde aber trotzdem gerne halt wirklich mal meinen Sub abbauen. Bin ich auch dabei. Der schmilzt auch stetig, langsam aber stetig. Und jo, ansonsten würde ich schon gerne jeden Monat so mein Pensum von 20 Büchern halt halten, wenn das geht. Mal gucken, wie es mit zweitem Kind wird. Aber Lesen ist, macht einfach einen sehr, sehr wichtigen Teil für mich aus. Und seit ich halt Mutter bin, hat man halt viele Einschränkungen in vielen Hobbys. Und es ist halt einfach so. Und ich habe diese Einschränkungen auch gerne. Nur das Lesen ist halt immer geblieben. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und ich setze da halt auch wirklich Prioritäten. Ich gucke dafür kein Fernsehen, gehe nicht mehr ins Kino, weil einfach die Zeit nicht mehr so da ist. Und schaue auch kein Netflix. Also, ja, wenig Social Media, wobei YouTube, Instagram so ein bisschen, aber
Es hat alles sehr, sehr abgenommen, seit ich Mutter bin. Und deswegen ist Lesen halt ein sehr großer Teil von mir. Und das ist so meine Reise in alle Welten, die ich haben kann. Und deswegen, ja, wird es halt auch immer so bleiben, dass ich viel lese. Und es wäre schon cool, wenn ich halt wieder so viele Bücher schaffen würde. Und ja, genau, da haben wir auch schon die anderen Leseziele halt abgefrühstückt. Also es ist, was heißt Leseziele? Unter Druck setzen tue ich mich ja sowieso nicht, aber ich würde halt wirklich gerne meinen Sub wenigstens mal zweistellig schaffen. Und der ist jetzt, ich habe den noch nicht genau gezählt, weil ich ja so viel aussortiert habe, bin ich jetzt gerade dabei, den neu zu zählen, zu katalogisieren, zu sortieren. Ja, deswegen, aber er müsste momentan so bei um die 250 liegen und das ist mir halt echt zu viel. Ich würde ihn gerne so auf zweistelligen Bereich schaffen und im Endeffekt ist es ja ein Jahresvorrat an Büchern, wenn jetzt nichts mehr einziehen würde. Und ja, gucken wir einfach mal. Ansonsten soll das Lesen Spaß machen. Mich würden natürlich eure Leseziele interessieren, wenn ihr wieder Bock habt. Ich schreibe die Fragen wieder alle komplett in die Infobox, damit ihr gerne mitmachen könnt. Beantwortet mir gerne die Fragen, würde mich freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!